Aber die Bayern auch in Heimstetten. Zunächst 0:1 hinten, dann treten sie auf und auch hier sind sie schnell. Minute, Arjen Ibrahimovic kommt an die Kugel, spielt dann einen klasse Doppelpass mit Juni. Ja, heute, aber jetzt erstmal das 5:0 durch den eben eingewechselten Lovro Zvonarek. Also heute Vorarbeit, hier sehen wir es nochmal. Aitama, zweite Vorlage von Aitama. Wunderbarer Blick aufs Vor- Bayern konnte und in der Folge jedoch größtenteils mit Verteidigen beschäftigt war. Das gelang aber nur eine gute Viertelstunde lang erfolgreich. Topscorer. Jetzt nochmal vielleicht über die rechte Seite. Probieren Sie es nochmal in der Mitte. Da ist Kern frei. Da ist das 2:0. Ein Sprint, das war ein super Spielzug. Aitama, der schaut gar nicht zurück, aber der weiß, da im Hintergrund. Am rechten Flügel. Aitama. Da setzt sich gut durch. Ja, gedrückt. Und da gibt es den Elfmeter in der 50. Minute. Arm draußen, da sehen wir es gehalten. Dann nochmal gedrückt von hinten und dann... Ja, da war der Schubser, da hat man es gut gesehen. 2:0 in Reihen, vornehmlich auf die Defensive beschränkte. Das gelang auch weiterhin ganz gut bis zur 37. Minute. Da holt Maximilian Reiter Younes Aitama von den Beinen. Schiedsrichter Lothar Ostheimer. War das erste Mal, dass die Bayern so ein bisschen unsortiert waren da hinten drin. Betriebstemperatur erreicht. 5 Minuten später wieder Aitama. Der wackelt Sandro Sengersdorf aus und trifft dann durch alle durch zum 2:1 für die Gäste. Partie gedreht durch den Doppelpack des algerischen U20-Nationalspielers. Zwei Umdrehungen später geht's wieder rüber auf die andere Seite. Flanke von rechts, eine nicht gerade bombastische Faustabwehr von Hipper. Das ist Bayerns Supertalent Wanner und der sieht den heranrauschenden Younes Aitama im Rückraum. Nach 26 Minuten also die Gäste auf Kurs, 4. Sieg in Folge in der Frühjahrsrunde. Denn die Talent Wanner und der sieht den heranrauschenden Younes Aitama. Dafür fand Liam Morrison in der 32. Minute mit seinem langen Ball Younes Aitama. Und der markiert den 1:1-Ausgleich. Abgezeichnet hatte sich das nicht wirklich, aber der Pass natürlich Weltklasse. Unterschied Aitama mit seiner dritten Bude. Ganz bitterer Abend mittlerweile für Heimstetten. Und es wurde Gui. Oh, na, das ist Brückner. Rechts raus nochmal gespielt. Aitama in die Mitte. Und da ist die Möglichkeit. Da ist das 1:0. Per Hacke eingeleitet. In der Zeit immer ein bisschen größer. Auf der rechten Seite zum Beispiel für Aitama. Da geht der Raum auf in der Mitte und dann gut Elfmeter. Reingegangen. Aber das muss Elfmeter geben. Ja, da hat er reingelangt. Und der Steckpass. Die rechte Seite rauf. Da sieht er, dass der Raum in der Mitte aufgeht und dann langt er hin mit der 29. Das ist Sebastian Niedermeyer. Und Aitama hier, glaube ich, noch besser zu erkennen. Da geht er durch, da geht der Raum auf und dann von der Seite hier erwischt er den Ball.